Ja, moin zusammen, super, dass ihr auf den Mittwoch wieder dabei seid. Rocco Reitz verlängert seinen Vertrag, Elvedi kurz davor und Schwanscherer verletzt. Das gilt es heute zu besprechen und es ist Mittwoch, Leute. Es ist Bergfest und da kann man wie immer ein kostenloses Abo und einen Daumen da lassen, weil Buschi wird in 20 Tagen genau 29 Jahre alt und 15.000 wären ein super Geschenk. Sind noch 299, wenn wir das schaffen. Das wäre natürlich überragend und jetzt starten wir rein und natürlich starten wir mit dem Thema des Tages rein. Rocco Reitz hat seinen Vertrag bei unserer Borussia verlängert bis 2026, ist leider 7 Jahre alt, ist bei unserer Borussia, hat sich jetzt, ja, ich würde sagen, durchgesetzt erstmal bei unserer Borussia im Lizenzspielerkader, hat eine überragende Torvorbereitung am Wochenende gegen Darmstadt gemacht und damit die Aufholjagd überhaupt ermöglicht. Er bringt auch was mit, was wir so im Kader nicht haben. Ich glaube, er ist schon ein ziemlich ekliger Spieler. Ich glaube, privat super Typ, aber auf dem Platz kann er schon sehr, sehr eklig sein. Zweikampfstark und ja, technisch, wie wir gesehen haben, auch überragend aufgestellt. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Vielleicht mit Weitsicht sogar einen Kone-Nachfolger. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr daran glaubt. Ja. Man soll die Torvorbereitung auch nicht überbewerten gegen Darmstadt, aber das muss man schon sagen, war sehr, sehr stark gemacht. Wie gesagt, Vertragslaufzeit bis 2026. Ich habe auch ein paar Fragen schon gesehen, warum nur bis 2026. Ich glaube, er will auch selber mal sehen, wo die Reise hingeht mit Borussia und wo die Reise mit ihm hingeht. Ne, jetzt kommt Manu Kone zurück, jetzt kommt Chris Kramer zurück und für ihn ist halt entscheidend, dass er spielt und regelmäßig spielt. Für mich ist er aktuell eigentlich nicht aus der Mannschaft rauszudenken. Kone wird seinen Platz bekommen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn er seine Leistung bringt. Und dann schauen wir mal. Aber Rocco Reitz mit der Einstellung und ja, seinem Spiel bis jetzt hat er seinen Stammplatz auf jeden Fall verdient und auch sicher aus meiner Sicht. Und dann schauen wir mal, wie es am Wochenende aussieht. Ja, an der Stelle alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Rocco Reitz bis 2026. Ja, ich hätte mir sogar gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen länger geht, aber erstmal gut, dass wir ihn für noch weitere 3 Jahre jetzt gesichert haben. Und Nico Elvedi steht laut Liga Insider auch vor der Vertragsverlängerung. Das ist ein Bericht von heute. Soll wohl ganz kurz davor stehen. Wäre natürlich extrem gut für uns, wie die Konstellation dann ist bis 2025 mit Ausstiegsklausel oder ob Nico sagt, komm Arschlecken, ich bleibe ganz, ganz lang bei unserer Borussia, daran glaube ich nicht. Aber wenn man so eine Konstellation hinbekommen könnte, wäre das natürlich extrem gut, weil man am Wochenende gesehen hat, klar, es war gegen Darmstadt, klar, es war zu 10, aber man hat auch gesehen, dass Nico definitiv Qualität mitbringt, die uns da hinten weiterhilft. Und man hat auch gesehen nach dem 3-3, wenn man sieht, wie er mit Schwanscherer feiert, das Tor, dass er absolut noch für unseren Verein und für die Raute brennt. Und für mich führt am Wochenende auf jeden Fall gar kein Weg an Nico Elvedi in der Startelf vorbei. Liga Insider hat mal eine voraussichtliche Ausstellung gemacht, die sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, hinten drin, das werden wir morgen noch genauer besprechen, sehe ich schon mit den dreien Wöber, Itakura, Elvedi, dass du gegen RB aus einer ganz, ganz sicheren Defensive spielt. Skelly wird bei mir, glaube ich, nicht spielen. Ich glaube, in Gumo auch nicht. Da muss ich mal schauen. Was entscheidend gegen RB sein wird, ist, dass du hinten auf jeden Fall sicher stehst. Und ich glaube, du wirst, auch wenn es einige nicht hören wollen, einen überragenden Florian Neuhaus benötigen in der Startelf. Ich glaube, Florian Neuhaus wird ganz entscheidend sein, dass er die Bälle halten kann, dass er Chancen initiieren kann, dass er die Abschlüsse sucht, dass er die Stürmer einsetzt. Ja, und das wird ganz entscheidend sein, um was Zählbares gegen Leipzig zu holen und womöglich dann auch einen Bonuspunkt, Überraschungspunkt. Und dann gehen wir in eine Phase über, ja, wo es ganz, ganz entscheidend wird, Punkte zu sammeln. Ne? Dann kommt Bochum, dann Mainz zu Hause, dann Derby in Köln, dann Heidenheim zu Hause. Da hast du die Möglichkeit, dich ins Mittelfeld zu spielen, sage ich mal, ins untere Mittelfeld, aber auf jeden Fall von unten weg. Das muss einfach das Ziel in den nächsten 4 Spielen nach Leipzig sein, dass du da unten rauskommst. Das betone ich immer wieder. Ich glaube, das können wir auch von der Qualität her schaffen. Du darfst dir aber so eine Halbzeit wie gegen Darmstadt einfach nicht mehr erlauben. Das geht nicht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die Mannschaft ja, das auf den Platz kriegen kann, was in ihr steckt. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir uns in den nächsten 4, 5 Spielen da unten auch wieder rausspielen können. Aktuell ist es eigentlich so,
dass du eher 2 Punkte zu wenig auf dem Konto hast. Ne? Das kann man schon so sagen. Manu Kone ist wieder zurück, ist aber noch keine Option für die Startelf. Das hat Seoane gesagt, wird aber im Kader stehen. Genauso wie Chris Kramer, ob das jetzt Taktik ist und er plötzlich doch in der Startelf steht, weiß man nicht. Auf jeden Fall ja, ist es unheimlich wichtig, dass Manu Kone wieder fit ist. Und gerade in den 4 Spielen nach Leipzig brauchst du einen fitten Manu Kone und auch einen fitten Chris Kramer von der Mentalität her. Auch für die Truppe sind die beiden, glaube ich, extrem wichtig, auch nochmal vom Kopf. Ja, und da nochmal Impulse der Mannschaft auch mitzugeben. Und ja, dann gehe ich hoffnungsvoll in die nächsten 5 Spiele, dass wir uns dann so am 8., 9. Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld wiederfinden. Dafür brauchst du aber eine ganz andere Leistung als gegen Darmstadt in der ersten Halbzeit. Und eine ganz andere Einstellung, definitiv. In allen Belangen, in allen Belangen. Und ja, Manu Kone wird als möglicher Pogba-Nachfolger, der ja, des Dopings irgendwie überführt wurde. Ich bin nicht genau in der Geschichte drin, was da los ist. Aber Manu Kone, ich würde ihn die ganze Saison behalten, wenn er wirklich Vertrag bis 2026 hat. Du wirst keinen Ersatz für ihn im Winter finden. Ja. Und wenn, da hast du eh Rocco Reitz. Und wenn er wirklich Vertrag bis 2026 hat, ist überhaupt keine Not, ihn abzugeben. Und ich glaube auch nicht, dass Juve so auf Rosen gebettet ist, dass die uns im Winter 50 Millionen dahin legen. Deswegen Manu Kone komplett fit werden, für unsere Raute spielen und ja, uns Punkte bescheren, ganz klar. Ein Wechsel, der geplatzt ist, der jetzt nochmal aufgeploppt ist, war Rida. Der hat nochmal gesagt, der Fokus lag auf Deutschland, hat den französischen Club Stade Rennes auch öfters mal abgesagt. Borussia sollte es werden, ist es nicht geworden, weil wir 15 Millionen einfach nicht stemmen konnten. Ja, aber Fakt ist auch, ich glaube, wenn Rida gekommen wäre, würden wir dieses Hochleben von Rocco Reitz jetzt nicht erleben. Und es ist einfach auch schön zu sehen, dass wir mal wieder ein richtiges Fohlen in der Startelf haben. Und ich glaube, es ist im Endeffekt auch gut so, dass es so ist, wie es jetzt ist. An vorne liegt es ja nicht. Wir schießen ja genug Tore. Wir müssen einfach hinten zusehen im Kollektiv, dass wir besser verteidigen und nicht so viele Gegentore bekommen. Und das Rieder-Thema ist beendet. Und ich bin froh, dass Rocco Reitz jetzt da ist. Und Wirkus war schon ziemlich angefressen, ist auch immer noch angefressen. Er hat befürchtet, dass ein schwieriger Saisonstart wird. Klar, ihr kennt mich, ich bin auch ein absoluter Optimist und immer wohlgesonnen eigentlich. Ja, ich hätte mir lieber auch jetzt, keine Ahnung, nach dem 4. Spieltag 12 Punkte gewünscht, aber das war halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Jetzt stehst du mit 2 da, ist ein bisschen zu wenig. Grundsätzlich waren die Leistungen in Ordnung, bis auf Darmstadt erste Halbzeit. Das darfst du dir nicht mehr erlauben. Und deswegen ist, glaube ich, auch Wirkus so angefressen, dass es zum Saisonstart schwierig wird, jetzt noch mit Leipzig. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Ja, und nach Leipzig, ich will nicht sagen, geht die Saison los. Das ist ein bisschen zu spät nach dem 5. Spieltag. Die Saison ist losgegangen. Aber in den 4 Spielen bis Heidenheim, glaube ich, werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Und ich bleibe da zuversichtlich, dass unsere Mannschaft das hinbekommt. Und ja, dann in den Spielen viele, viele Punkte sammeln wird. Was noch unsicher ist fürs Wochenende, da werden wir ja einfach auch mehr erfahren. Morgen in der PK ist Schwanscherer. Ihr wisst alle, er hat sich verletzt im Länderspiel und dann auch nochmal gegen Darmstadt einen Schlag abbekommen, einen Pferdekuss. Das sieht ganz nicht gut aus fürs Leipzig-Spiel. Das Gute ist halt, dass es keine schwere Verletzung ist, dass er dann nächste Woche wieder dabei ist. Und dann würde ihn Jordan ersetzen. Ich glaube, Jordan kann ihn nicht 1:1 vom Tempo ersetzen. Jordan hat da andere Qualitäten in der Körperlichkeit, vorne als Boxspieler sozusagen. Und ja, wir können einfach nur hoffen, dass Thomas eventuell sogar noch im Kader steht, auf der Bank zumindest für 20 Minuten, dass es reicht. Oder dann halt nächste Woche. Da gilt es abzuwarten. Und ja, genug zum Leipzig-Spiel. Dazu werden wir morgen noch ja, vieles, vieles besprechen. Und es war ein kurzes News-Update, endlich nochmal unter 10 Minuten habe ich es hinbekommen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, schönen Feierabend, ein schönes Bergfest. Und wenn ihr Bock habt, 19.15 Uhr, Buschis Fan-Talk heute live auf YouTube. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Macht's gut und ciao. Wir sind Borussia.